Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Nach langer Zeit zu einer neuen Staffel. Hatten so ein paar Wartungsarbeiten am Rechner. Deswegen war mal so eine Art kleine Pause. Aber wir werden da jetzt anknüpfen, wo wir stehen geblieben sind. Da müssen wir auch noch mal kurz reinkommen. Woran wir uns natürlich erinnern, das mongolische Imperium hatte versucht, uns zu unterwerfen. Da konnten wir erfolgreich zurückschlagen, etc. Allerdings sehe ich gerade, der Kinskan Törtogul versucht hier gerade das Kaiserreich der Karpaten zu unterwerfen. Und es sieht schon so danach aus, als wenn das funktionieren wird. Da bin ich mal gespannt, wozu das führt. Also wir haben ja dann komplett fast an unserer südlichen Grenze, größtenteils die Grenze mit den Mongolen. Und das wird uns in Zukunft noch beschäftigen. Nichtsdestotrotz, schauen wir uns mal den ganzen Stuff hier an. Wir können zu einer Jagd gehen. Das würde ich auch tun, ja. Gehen wir mal auf eine Jagd. Lass das Horn erklingen. Wir können unser Hauptsitz entwickeln. Das kommt für uns nicht in Frage, weil wir fleißig sind. Ein Hofarzt. Haben wir denn keinen Hofarzt momentan? Doch, haben wir. Die ist auch gut. Das lassen wir. Und wir könnten noch ein Artefakt in Auftrag geben. Das schauen wir uns mal an. Tun wir das? Ich weiß es nicht. Haben wir denn unser Militär? Wir hatten ja unser Militär beim letzten Mal. Voll ausgebaut. Also, hier stehen wir auch sehr gut da. Und was ich nochmal gucken wollte, ist, ob wir denn noch Champions einladen können. Bisher noch nicht. Gut, dann passt das soweit. Few Champions. Ich will einfach mal gucken, ob wir denn nicht einfach diese Meldung wegkriegen. Bei vielen ist es halt verboten. Vasall Champion, der soll es auch nicht tun. Wir sortieren hier das einmal nochmal. Wobei, momentan führen wir ja noch keinen Krieg. Wir erlauben es mal. Dann ist die Meldung auch weg. Dann Artefakt in Auftrag geben. Ja, machen wir mal. Eine Waffe? Was haben wir gar nicht? Eine Rüstung oder eine Krone, ja. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, schauen wir uns das mal an. Was gibt es hier noch für Meldungen? Wir können Krieg erklären. Titel können geschaffen werden. Wir können Bande verändern. Eigentlich will ich die Bande so normal halten. Ne? Das passt eigentlich schon. Titel schaffen wollen wir nicht. Es können Großfürst Susikan eingekerkert werden. Warum sollen wir den einkerkern? Haben wir hier politische Gründe? An sich nicht, ne? Nö. Schauen wir mal kurz weiter. Susi Sten. Sten. Okay, hier hätten wir ein paar Gründe. Der hat nämlich was in Pommern. Ist ein Akt der Tyrannei, wird hier gesagt. Sehr interessant. Dann ja anscheinend nicht, ja. Verstehe ich dann auch nicht.
Ehre ist uns zu unwichtig. Großfürst Javadi. Wir sitzen hier in Egdafylki. Den werden wir jetzt auch nicht belangen. Asbjörn ist unser Sohn. Großfürst Matti von Finnland. Nö, da müssen wir jetzt eigentlich auch nichts. Nö. Laufende Wahlen ist klar. Wir können Kriege erklären, ist klar. Also keine Meldung mehr und dann... Dann überlege ich gerade. Also, unser König... Möchte ja Folgendes. Also, wir haben ja... Also... Religiös ist er jetzt zwar nicht, aber er ist ungeduldig, fleißig, sprunghaft, zäher Soldat. Scheut vor harter Arbeit nicht zurück. Ja, wir lassen mal laufen. Schauen wir mal, was kommt. So, der Speer liegt perfekt ausbalanciert in meiner Hand, als ich die Entfernung zu meiner Beute abschätze. Wie gerne mache ich doch Jagd auf Wildschweine. Mein Ratsspitzelkönig Jedward kauert neben mir und hat seinen eigenen Speer erhoben. Gebt euch Mühe, Jedward. Wir lassen ihnen das mal machen. Ah, ein Champion ist eingetroffen. Cool. An den Hof rekrutieren. Es kommen Ablässe rein. Schauen wir mal kurz nochmal ran. So, derzeitiger, wir können Kriege erklären. Ja, ist uns klar. So, gefährliche Fraktion. Wo ist die denn? König Susi von Carlsson kann in 7 Monaten ein Ultimatum stellen. Könnte man ihm ein Geldgeschenk machen? Wobei, die haben nur 57%, ne? Naja, wir gucken mal. Wie sieht's denn mit ihm hier aus? Großfürst. Der überschreitet das. Der auch. Kriegt der mal was? Ja, ein bisschen verteilen jetzt, ne? Also schauen wir mal. Ich will auch mal, dass im Rat hier ja heimische Angelegenheiten forciert werden. Tschernai-Verlust. Beeinflusst Pristi, was haben wir drum? Bin ich Olaf der Törichte? Der litauische König. Sollen wir ihm denn nur ein bisschen Gunst verleihen? Machen wir mal. Man
Noch mal ein bisschen die Leibgarde. Dann werde ich mal bei ihm auch mal so ein bisschen spitzeln oder beeinflussen, aber auch spitzeln. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Rückkehr aus der Wildnis. Wir haben ein bisschen was erhalten. Nachbar der Herrscher. Konstantin hereinbitten. Jo, jawohl. So, jetzt haben wir... Jetzt können wir auf eine Pilgerreise gehen. Das tun wir. Ich würde mal wieder nach Sigtuna gehen. Ablässe. Wir haben echt gut Geld ausgegeben. Ablässe. Es ist immer noch diese Fraktion, ne? Mhm. Wo sehe ich das mit dem Geschenk? Immer ganz unten. Geschenk erhalten, erhalten. Kann bis zu 24 Monate dauern. So, habe ich Druckmittel in der Hand? Nö, nicht wirklich. Hm. Stan der Zweite, ist er da drin? Stan der Zweite? Nee. Nö, naja. Ist so. Bin mal gespannt, was da kommt. Verbrecher können... Ja, ist unwichtig für uns. Göttlicher Schutz, Diplomatie, Ränkespiel. Hemdländische Garde schon gut. Ich laufe sehr grimmig, dreinblickend Ilianas Kunstschmieden und... Ich laufe der sehr grimmig dreinblickend Iliana Kunstschmieden und hoffe, dass sie keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit hat, die bald fertig sein sollte. Ja, die Sätze haben ab und zu mal so ihre Macken drin. Passt aber. Oh, da seid ihr ja, Lehnsherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde, lacht sie nervös auf. Mhm. Ich brauche nur mehr Inspiration, mächtiger Zar. Hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Auf zur großen Halle, okay. Ablässe, sehr schön. Oha, Optika. Oha. Der scheint hier sich ja noch erfolgreich zu verteidigen. Ich führe Iliana durch meine große Halle und bin sehr stolz auf den Luxus und die diversen Reichtümer, die dort zur Schau gestellt werden. Entschuldigt. Ehre schließt sich uns gerne an. Ja. Da sie stets an den Schaffensprozessen von seinesgleichen interessiert ist. Die Kunstschmiedin hält beinahe ehrfürchtig inne, als sie eines meiner Artefakte in Singidien der Munsö-Dynastie untersucht. Ah, sehr schön, lernt sie Juwelen. Könnte ich das verwenden?
Oh. Nee, nee, nur ansehen. Vernichten wollen wir das nicht. Und wir sind wieder zu Hause. Wir könnten Hof halten. Wir machen jetzt mal eine Party. Bespaßt mal die Leute ein bisschen. Irgendwie ist die Fraktion auch nicht mehr gefährlich, ne? Willkommen, Freunde. Ein Champion ist eingetroffen. Den werden wir mal rekrutieren. Der hilfesuchende Blick, den mir mein Vasall Grimm zuwirft, Grimm ist der Großfürst von Westfalen, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Wände vereiteln seine Flucht. Der arme Mensch konnte noch nie gut mit Leuten umgehen. Also wir haben nichts gegeneinander. Ja, wir lenken mal die Leute ab. So, Ablässe. Gern gesehen. Das ist unser... Ist der nicht unser... Na? Hier steht einfach nur... Oh ja, unser Ratsprediger hat der König. Ja, cool. Was will er? Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von König Olaf ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge, und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten und hatten viel Spaß. Okay, cool. Alle gehen, Festmahl ist beendet. Super. Lindas Schwert ist pervers. Die ist Hofhenker. Das große Halle exotisieren. Kostet auch wieder Geld, ne? Wir halten erstmal Hof. Es gibt einen Neuankömmling an meinem Hof, einen gewissen Itla, einen Gesandten, den meine Bekanntschaft Kagan Törtogul von das mongolische Imperium geschickt hat. Aha, was will der denn von uns? Also der hat noch Krieg gegen uns geführt. Nö, das machen wir nicht. Also warum sollen wir dem überhaupt... Die haben uns angegriffen. Wir geben keinen hier raus. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von einem mächtigen Held der Bauernschaft gehört, der die Herzen des einfachen Volkes durch unglaubliche Taten und unvergleichliche Tapferkeit gewonnen hat. Dieser Held, der auf den Namen Ingvar hört, hat das niedere Volk vor den sredezisch-griechischen Räubern verteidigt und ist nun den ganzen Weg nach Sigtuna gereist,
um eine Audienz bei mir zu erhalten. Es besteht kein Zweifel daran, dass Ingvar ein großer Held ist. Doch besteht mein Ruf darauf, dass ich einen Gemeinen nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Das ist ein hervorragender Kämpfer. Wir nehmen die mal auf. So, letzte. Ein Kind des Hofes macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender. Während sie ihre Bekanntschaft Gustav behutsam zu meinem Thron führt, zar, klagt er. Das Mädchen ist seit dem Tod ihres Vaters an dem Hof von Thorfinn und hat niemanden, der sich seiner annimmt. Bitte kümmert euch doch um ihre Zukunft. Sie ist immerhin von meinem Blut. Sie ist. Nee. Hä? Ah, okay. Das ist unsere Nichte. Ja, ich werde sie dann großziehen, klar, war. Why not? Das ist unsere Nichte, Mensch. So, naja, so, cool. Hof ist abgehalten. So, jetzt überlege ich, ob ich die... ob ich unser Hof mal umgestalten möchte. Wir schauen uns mal an, was es bedeutet. Es drängen sich mehrere wahrscheinliche Kandidaten für die Umgestaltung auf, die mir nächsten und am bemerkenswertesten sind. Die Reiche von Königin Jutta, Lothringen und König Stigard von England. Eine neue Mode. Wir schauen mal, was es bedeutet. Aha. Seid gegrüßt, Fylkir Orvard. Ich bin tief erschüttert. Fylkir Orvard. Gesandt Idla vorgetragen wurde, Arzang zu mir zurückzuschicken, war kaum eine dreiste Forderung und doch habt ihr euch eher als unbesonnen und gehässig, denn als weise erwiesen. Das Zahnreich von Schweden wird mir derart unwürdigen Narren wie euch auf dem Thron gewiss ein unrühmliches Ende nehmen und man kann nur hoffen, dass euer Nachfolger nicht nach euch kommt. Ist aber gehässig. Ich schreite bei Hofe umher, stolz auf meinem gewagten hochmodernen Stil, mein ärmelloses Gewand offen, meine Arme zur Schau stellend. Was tragt ihr denn da? Mein Champion Triniotas ruft von der anderen Seite der Halle zu mir herüber. Wir tauschen ein paar Unflätigkeiten aus, wobei ich jenes verteidige, was als gute Mode offensichtlich sein einfaches Gebiet übersteigt. Da sich der örtliche Adel um mich schart, kann ich meine Mode wohl als durchschlagenden Erfolg betrachten. Bouquetverlust. Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten, nachdem er Gerüchte über mein mächtiges Schlachtross gehört hat und bietet mir nun seine Dienste an. Alles, was ich im Gegenzug dafür verlange, ist eine kleine Vergütung. Schneller bewegen, hört sich nicht verkehrt an. Das ist gut investiertes Geld. Okay. Wir machen mal kurz Pause. Die große Halle exotisieren wollen wir ja nicht mehr. Hauptsitz entwickeln, das will er nicht, weil wir fleißig sind. Okay. Bande ändern. Gilt als Tyrannei. Hm. Dann nicht. So.
Kriegsschiff Lebenswandel. Sehr schön. Wir sind ja schon galant. Was wir denn beim nächsten Mal nehmen werden, ihr Lieben, entscheiden wir dann ab der nächsten Folge. Ich freue mich, dass es hier weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, ein Abo und ja, gerne auch Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi. Thank you.